Hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Auch am Freitag wollen wir mal reinschauen, wie die Energien sind für den heutigen Tag. Und es ist ein allgemeines Orakel. Bedenke bitte immer, es kann mit dir zu tun haben, muss es aber nicht. So, wir gucken mal rein. Als erstes ins Orakel der inneren Stimme. Welche Botschaft darf ich meinen Zuschauern heute mitteilen? Die Eigenverantwortung. Nur du kannst dein Leben verändern. Und die Selbstverwirklichung. Du darfst deine größten Träume leben. Eine sehr schöne Botschaft. Harmonisiert auch hervorragend mit der Tagesenergiezahl. Das ist heute die 606. Und da geht es darum, dass du dich auf deine wahren Herzenswünsche besinnst. Dass du dich darauf besinnst, was wirklich das höhere Ziel in deinem Leben ist und wie du es mit Liebe erreichen kannst. Ja, das Eigen und das Selbst. Ja, hier geht es viel um eigene innere Prozesse heute. Es geht darum zu lernen, wie du mit dir und der Welt im Einklang bist. Und wir haben hier auch die Liebenden, die Karte Nummer 6. Ja, auf zu neuen Ufern. Du hast es in der Hand mit den 10 Münzen. Ist das hier alles eine sehr angenehme Energie. Eine ganz hervorragende. Hier haben wir die 7 Münzen. Interessant, dass die in der Mitte der Legung sind. Schauen wir mal weiter. Dann haben wir die 3 der Schwerter und die 4 der Stäbe. Bei den 3 der Schwerter geht es um Gedanken, die gefühlsverletzend sind, die auch das Herz durchdringen können, die dich vielleicht auch in Schwingungen versetzen, die nicht so positiv sind. Du darfst daran arbeiten, ja? Du darfst daran arbeiten, eine stabile, feste Liebesbeziehung nicht als etwas zu sehen, das zwangsläufig wieder im Schmerz enden wird. Du darfst hier deine größten Träume leben, ohne Angst zu haben, dass du immer mehr reinsteckst, als du rausbekommst. Wir haben es hier ein wenig mit Erwartungshaltung zu tun. Es geht darum, was erwartest du dir noch vom Leben, vor allen Dingen mit den 4 Stäben am Ende. Geht es darum, herauszufinden, welchen Wirkungskreis du in deinem Leben wirklich hast. Wer ist wirklich mit mir verbunden? Wen lasse ich in mein Leben? Und auch die dahinterliegenden Fragen, warum lasse ich diesen Menschen zum Beispiel in mein Leben? Schauen wir mal weiter. Und zwar mit dem Soul of a Princess Orakel Set von Karin König. Schauen wir mal rein, was wir da noch erfahren dürfen. Aber alles in allem sieht es hier heute so aus, als ob du intern ganz viel umräumst, ja, neu sortierst, dir neue Gedanken machst und auch erkennst, was wirklich zu dir gehört und was nicht. Hier haben wir die Adleraugen und den Mut. Du hast den Mut, hier nach innen zu schauen, dich auch deinen eigenen inneren Dämonen zu stellen. Wo sind meine eigenen falschen Verletzungen, Glaubensmuster, Dinge, die ich mit mir herumtrage, die jetzt nicht mehr gut für mich sind? Und nur weil etwas viel Zeit gebraucht hat, heißt es nicht, dass es am Ende niemals etwas werden wird. Also hier ist eine sehr pessimistische Einstellung, die aber überwunden werden darf. Und zwar aus Liebe heraus, aus Selbstliebe heraus, um sich wirklich auf etwas Neues einzulassen. Hier haben wir den Sinneswandel. Der Sinneswandel in einer romantischen Angelegenheit, das trifft es. Das sind die Worte, die im Endeffekt mir hier nicht dazu eingefallen sind. Es geht darum, eine neue Art und Weise zu entwickeln, auf Liebe, Romantik und Partnerschaften zu schauen. Dann haben wir hier die Fantasie und die Weiblichkeit. Zurückzukehren in deine eigene Weiblichkeit. Und wenn du als Mann zuschaust, geht es auch darum, dein Frauenbild zu überprüfen. Ja, was wünschst du dir wirklich von einer Partnerin? Auch darum kann es sich heute handeln. Wenn du als Frau zuschaust, dann geht es natürlich auch darum, für dich selbst herauszufinden, was für dich Weiblichkeit bedeutet, was deine eigene Weiblichkeit vielleicht gerade auch unterdrückt oder wo du vielleicht daran arbeitest, nicht so herzlich zu sein, obwohl es eigentlich gut für dich wäre. Und dann haben wir hier noch die Erkenntnis. Ja. Genau, hier erkennt man etwas auf diesem steinigen Weg der 7 Münzen. Erkennt man, dass vielleicht Verletzungen aus der Vergangenheit nur noch in den Gedanken immer wieder
festgehalten werden, dass sie immer wieder hochgeholt werden und dass es an der Zeit ist, da mal ein wenig genauer hinzuschauen, inwiefern du verletzt worden bist in einer romantischen Beziehung oder auch in deiner eigenen Sexualität oder in deinem eigenen Selbstwert. Ja? Gut, also Augen auf, ja? Hab den Mut hinzuschauen heute. Wo hast du dich verrannt im Thema Liebe? Wo hast du dir vielleicht nicht die richtigen Ziele gesetzt auch? Denn bedenke, die Tagesenergiezahl sagt ganz deutlich, besinne dich auf dein höheres Ziel und zwar auf die Liebe. Und das haben wir hier vorne und hier hinten angezeigt. Was dem Ganzen noch im Weg steht, ist einfach das kontinuierliche Festhalten und immer wieder Hochholen von alten Traumata, von alten Verletzungen. Und das kann sich halt so äußern, dass das einfach dir schon in Fleisch und Blut übergegangen ist, gewisse Dinge über dich selbst zu denken oder über dein Umfeld zu denken. Und jetzt kommst du hier zu neuen Erkenntnissen, wenn du den Mut hast, halt nach innen zu schauen und zu gucken, wo du dich selber vielleicht auch davon abhältst, in die Eigenverantwortung zu gehen, wo du dich nicht traust, dich selbst zu verwirklichen oder deine Träume halt für dich selbst zu formulieren oder dann auch auszuleben. Ich hoffe natürlich, dass ihr da alle gut durchkommt. Gehabt euch wohl, macht das Beste aus diesem Tag. Vielleicht schaffe ich es nachher nochmal reinzuschneiden und mache nochmal so ein Wochenendorakel die nächsten 72 Stunden. Mal gucken, ob ich das hier gleich noch mit eingewoben bekomme. Und ich wünsche dir erstmal alles Gute. Wenn du magst, dann sehen wir uns einfach morgen früh wieder oder nachher, wenn möglich. Bis dann, ciao.